dich mit meinem Haken, verpack dich in den blauen Plastik. Sag dem Richter, sag ich anschließend, dass das sicherlich keine Absicht war. Ich schlachte dich ab im Schlaf, ich garantiere dir, du merkst nicht viel. Ich töte deine Sippschaft und kriege ein Massengrab in Tschernobyl. Ich will dich sterben sehen und wenn ich endlich mit dir fertig bin, merke ich, dass ich in einem Brei aus Knochen und Gedärmen stehe. Viele Menschen denken, dass ich nur so bin, weil mir die Wärme fehlt, die ihre Eltern ihnen gaben. Doch das finde ich lächerlich. Für mich schwer zu verstehen, da meine Eltern fast so sind wie ich. So wurde ich erzogen, geh brutal vor, sei nicht zimperlich und bring was zu essen auf den Tisch. Sonst bist du das Hauptgericht, deine Menschen jagen und schlachten, denn als Musterschüler taugst du nicht. Ich verkaufe dich an die Metzgerei als Hackfleischgemisch. Bügel dich weich, bis Gehirnmasse aus der Hackfresse spritzt. Trink dein Blut als Aperitif, den Rest trage ich als Schmuck um meinen Hals. Lehne mich entspannt zurück und wasch das Blut von meiner Axt.